Dysons 4 Program ist erschienen. Das schauen wir uns an, aber erst einmal ein Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und Spiele wie Dysons 4 Programm ziehen nicht an mir vorbei. Factorio habe ich nicht gespielt, das habe ich irgendwie immer ausgeklammert in meiner Bubble. Aber Satisfactory, das Ganze in 3D ja natürlich und so Handelsstrecken, so Förderbänder, so optimieren und so mag ich eigentlich sehr. Da kommt auch so ein bisschen der innere Monk in mir hoch. Ja, man kann alles schön optimieren. Das geht hier sehr gut. Ich habe es gestern im Livestream ein bisschen geguckt beim großen Gronkh. Man kennt ihn. Und hatte das Spiel aber schon vor auf der Wunschliste. Und dachte mir, wieso nicht holen, wieso nicht auch aufnehmen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das hier, dieser Livestream, als Let's Fuchs endet, weil es zu lange ist. Oder ob ich einen Angefuchs draus mache, weil ich nach kurzer Zeit das Handtuch werfe. Das sehen wir dann. Ja, also entweder ist es auf meinem Hauptkanal als Let's Fuchs, als Angefuchs gelandet oder auf dem Zweitkanal als Let's Fuchs. Das seht ihr ja dann jetzt, ne? Nur für mich nochmal, oder für euch nochmal zur Erklärung, warum das Ganze. Ich glaube, der Ton ist noch ziemlich laut, aber ich finde die Space-Musik ziemlich geil. Also die Intro-Musik und hier, was hier so läuft, fällt mir richtig, richtig gut. Und wir machen ein neues Spiel. Und es ist wirklich komplett random. Das wäre der Shit. Sieht so aus, ne? Es ist komplett random. Ich weiß nicht, ob es vorgefertigte Zahlen gibt oder ob er hier einfach wirklich ein paar Mal auf random. Komm, so lassen wir es jetzt, oder? Ich habe keine Ahnung, was da gut ist und was da schlecht ist. Wir lassen es einfach mal. Also, Wiederspielwert aufgrund von random ist gegeben. Wir starten das Spiel. Wir gucken einfach mal rein. Okay. Und du? Welcome to the actual universe. Oh. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Also schöne englische Sprachausgabe mit dabei. Das ist Early Access übrigens, ne? Und ich sag mal, die ersten paar Sekunden in dem Spiel sind schon besser als vor manch anderen Early Access Spielen. Everything here is yours. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission, which has necessary resources for initial development. Jetzt kann ich nicht mehr lenken. Now please drive the space capsule to the planet. Okay, ich muss die Musik ein klein bisschen leiser machen gleich. Also, please drive the space capsule to the planet. Kann ich jetzt was lenken? Mit WASD kann ich ein bisschen was machen. Doch, ich kann ein bisschen lenken jetzt. Now you are about to reach the designated planet. Gut, sehr viel konnte ich nicht machen. Jetzt gibt wieder der Autopilot, oder? Ach, guckt euch das an. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ja, ich bin Mid-Age-Gamer, kann man das so sagen? Also, die 3 ist schon vorne, ne? Und ich bin mit Spielen aufgewachsen, wo das nicht möglich gewesen wäre. Ja, wir fliegen das komplette Sonnensystem, wir können auf Planeten landen und starten. Ja, jetzt sagen die jüngeren Zuschauer wieder, was erzählt der Opa vom Krieg. Aber das finde ich einfach großes Kino. Icarus, a lightweight industrial mecha with powerful functionality. You can use the arrow keys or right click on the destination to control its movement. In this mission, you will manipulate Icarus to travel beyond the stars and create miracles. Bau mal ein paar Ressourcen ab. Now try to recycle the space capsule. Right-click on it to recycle. Cool. Steht da, wie lange das dauert? You can use the same operation to collect resources, such as trees, gravel, etc. Da unten ist der Strom. In the meantime, hold down Shift and right-click to give a series of commands. Der Klassiker, ne? Ein paar Bäume. You receive several items after recycling the space capsule.
Click the inventory button in the lower right corner of the screen to open the cabin to view them. The inventory button. Ah. Okay. Aber es geht unendlich, ne? Ja, und nun? Ah! Energie füllt sich auf, wenn ich rumstehe. Hold down mouse middle button drag to rotate the angle of view or slide the mouse wheel to zoom in and out. Also grafisch für ein Indie-Spiel. Das kostet unter 20 Euro aktuell bei Steam. Ist ja mal Porno. Ich find's echt schön. Und ich sitze hier drin, in meinem Anzug, sitze ich hier drin. In diesem Roboter. Schön. Yet you have not unlocked the construction menu, which will be done automatically when complete any technology research. Click the technology tree button at the bottom right of the screen to open the technology tree and activate a research. Ja, viel Auswahl haben wir ja nicht. Da gibt's Strom. Hm? Müssen Spulen machen, oder was? Okay. Also E für Inventory. Aber ich kann da nichts bauen, oder? Okay, also ist noch Early Access hier, ne? Wir werden natürlich nicht zu 100%. Aber ich kann noch Pause machen, ne? Wir wollen schon weitermachen. Most Basic Magnetkomponent. Läuft jetzt irgendwo eine Zeit ab, wie lange das geforscht wird oder was? 120 Hashes brauchen wir dafür. Lack of Research Items. Dafür brauchen wir 10 Stück von denen. Genau. Sogenannte Magnetic Coil. Die müssen wir doch jetzt irgendwie herstellen. Wartet mal. Hier, oder? Ah. Ah ja. Ah ja. 10 Stück. Als Profi wusste ich das natürlich. Ich würde nur ein bisschen das Interface erkunden. Ja, wir hatten ja sogar schon 10, oder? Hatten wir nicht? Ne, hatten wir nicht. Okay. Das gleich Research oder was? Ah. Okay. You have unlocked a new automatic mining machine, which will automatically collect ores for you. Of course, its capacity is limited. You may wish to transport the minerals to smelting facility automatically. Hm? Okay. You have created a mining machine to achieve ore collecting automation. Pick it up from the inventory or select it on gathering of construction menu to build it. Rotate is R. Use the R key to rotate the mining machine for covering more veins. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. If you want to ignore grid snapping, try holding down the shift key. Ah. So eine 55, glaube ich, ist das Maximum. Okay. Das ging schnell. One of your production facilities is not powered. You need to keep it within the power coverage area and supply it with power facilities in order to maintain its normal works. Ja. Also Strom.
Wo sind wir denn hier? Ist alles ein bisschen wässrig hier, ne? Im Planeten. Die Richtung ist halbwegs von. Okay, dann machen wir mal unser Strom, machen wir hier drüben hier irgendwo, ha? Wind Turbine. You have established your first power grid. Not all power facilities has its power supply area. Use the Tesla Tower to extend the area of the power grid. Gut, nicht schön, aber selten, ne? You have done building the first power transmission facility, Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on it to view the current power grid information. Mhm. Ich muss mal kurz in die Option. Kann ich die Audiosprache vom... Nicht wirklich. Schade. Die Musik ist sehr schön, aber ich muss ein bisschen leiser machen, weil er ist, der Sprecher ist ein bisschen leise. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Oh, hallo? Okay. Ja, jetzt können wir aber noch keine Förderbänder bauen. Also, Background. Human Being, Ranked Civilization. Wir müssen einen neuen Planeten entdecken, ne? Ein neues Gebiet, ja, es ist da. What is Dyson Sphere? Hm. Aha. Okay, das sollen wir bauen, oder wie? Can surround an entire star to obtain the most of its energy. Aha. Das sollen wir bauen? Okay. Jo, Basic Operating Guide, das ist klar, ne? Flying. Okay, kostet alles Energie, müssen wir wahrscheinlich noch mehr bauen. Okay, Gathering Resource Command, das haben wir ja gemacht, ne? So. Das haben wir auch getan. Das haben wir auch getan. Okay. Gut. Wir müssen es abtransportieren, ne? Upgrades hier. Oh Gott, was sind denn Upgrades? Okay. Ey, ist klar, das ist ein neues Spiel, ne? Mit seinen ganzen Untermenüs und so. Ist das, dass mich das erstmal erschlägt. Darüber brauchen wir nicht reden, ne? Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen die Förderbänder erforschen. Da oben, oder? Jo, und die kommen wir nicht weit. Da brauchen wir. Ich verstehe. Gut, das kriegen wir schon nicht angezeigt, ne? Ja. Kriegen wir hier jetzt auch Energie? Werden wir hier jetzt aufgeladen in dem Bereich? Hm. Nicht wirklich. Okay. Wir müssen das jetzt herstellen. Wir brauchen diese Zahnräder da. Die hier. Da brauchen wir 10 Stück von. So, danach brauchen wir diese Platinen hier. Da fehlt uns noch was. Da fehlt uns... Kupfer. Eisen. Nicht Eisen. Kupfer. Hm. Oh, der Sonnenaufgang kommt. Das wird, glaube ich, das nächste grafische Highlight hier.
du Kacke, das ist ein Indie-Spiel für unter 20 Euro. Flasht mich gerade. Flasht mich gerade zu sehr. Ah, da. Da müssen wir hin, wir brauchen Kupfer. Sorry, aber ist das schön. Ohne Scheiß, mir gefällt es richtig gut. Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben vom Wegen, ne? Wir können direkt ins All gucken, die Atmosphäre, wo sind die Wolken, wo ist der Himmel. Das ist bei dem Planet so, drauf geschissen. Ja, aber grafisch haut es mich gerade um. Und wir sind hier in der Early Access Version da oben. Sieht man es nochmal kurz mit meinem Namen. 0615. Und Spiele, die sind released und gehen nicht so gut. Wahrscheinlich daran, wenn man vierstellige Zahlen in den Namen packt. Sammeln mal ein bisschen was, ne, dass wir nicht gleich wieder kommen müssen. Okay, die muss ich jetzt aber wahrscheinlich erst noch umwandeln in Platten, oder? Macht er das automatisch? Ne, macht er nicht. Kann ich sagen, alle? Hm. Er meint es zu wenig. Haben wir noch genug von denen hier? Nö. Es macht gerade Laune. Es ist aber auch neu, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde das Menü schön und schlicht. Ja, es gefällt mir. Hätte meinen Namen vielleicht noch auch transparent irgendwie einbauen können, aber es war jetzt eine spontane Idee, das Spiel heute mal am Samstagabend zwischen reinzuhauen in den Stream. Und haben wir denn davon auch 10? Oder reichen die aber nicht? Das stimmt. Okay, wollen wir nochmal ein bisschen mitnehmen hier, huh? Was ist das da hinten? Stone Veins, okay. Müssen wir denn zurück? Da. Schon leicht verwirrt hier. Coal Veins ist hier. Kohle, okay. Die Energie geht langsam zur Neige. Ich hoffe, dass wir das hier hinten aufgeladen kriegen. Ein wenig, aber schnell ist anders. Okay, achso, kann ich mir die hier rausholen eigentlich? Ah, das ist ein Inventar, das Gerät. Naja, ne? Wobei, doch. Habe ich die jetzt im Inventar? Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt brauchen wir noch diese Plattform hier wieder. 6 Stück noch, ne? Das wird, glaube ich, nicht reichen, ne? Nee. Wandelt das dann selbst um? Ja, praktisch. You have unlocked automatic logistic. The was conveyor belt and sorter. You can use them to automatically transport the ores gathering in the mining machine for smelting or to load them into the storage. Okay. You have received the sorter and the conveyor belt.
which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. Ist die Frage. Hat automatisches Speichern. Da hinten war das Kupfer, ne? Ja. Also wir müssen in die Richtung vom Kupfer müssen wir. When putting a conveyor belt, all you need to do is determine the starting point and the end point of it. In addition, use the up arrow key to lift up one level, and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt is lifted. Press Key and Zero to reset the construction height of the conveyor belt to the ground. If you don't want the conveyor belt to be attached to the building, you can try holding down the shift key. Energy is required in all mecha activities. If it is depleted, the activities will be restricted. You can click the mecha panel button at the bottom right of the screen to open the mecha panel and resupply fuel into the fuel chamber. Und wie? Was ist denn hier Fuel? Blend Fuel. Okay. Fuel only. Also Pflanzen oder was? Und Bäume? Sind wir hier Bio unterwegs? Gibt Holz. Wir machen das mal. Mal gucken. Wir gucken hier mal rein. Ah, es gab Plant Fuel. Tab's noch. Okay. Das heißt E. Okay. So, wir wollen die jetzt schmelzen. Darf ich nicht? Ah, jetzt. Habe ich die jetzt? Not enough items. Muss ich erst bauen oder was? Er macht es zumindest automatisch, was er braucht für, ne? Das gefällt mir gut. Können wir in der Zeit weiterbauen? Sieht so aus, oder? Ah ja. Also ich habe Factorio nicht gespielt, deswegen kann ich zu Factorio im Vergleich nichts sagen. Ja, ich kann nicht sagen, das ist besser oder schlechter, da ich es, wie gesagt, nie gespielt habe. Ich fand den Aspekt ganz gut, dass man irgendwann angegriffen wird bei Factorio und das verteidigen muss. Aber mich hat es, wie gesagt, grafisch nie so abgeholt, aber es hat sich auch verbessert über die Jahre. Muss man auch dazu sagen, ich kannte wirklich nur die allerersten Screenshots und die waren halt nicht so toll in meinen Augen. Oder ich habe es immer falsch wahrgenommen, ne? Okay, also jetzt können wir hier noch ein bisschen weiterbauen. So, jetzt können wir doch, wir müssen das Ganze auch schmelzen können, ne? Wartet mal. Gathering, Power. Ne, wir können es nur einsammeln. Wir können es in das Storage Kit packen. Ah, wozu? Wir wollen es doch geschmolzen haben. Was brauchen wir? Rohes Erz. Das heißt, wir müssen erforschen.
Automatic hier, was das ist er doch, oder? Smelter. Was brauchen wir denn? Ach, easy. Reicht wieder irgendwas nicht, ne? Habe ich zu wenig Kupfer dann? Müssen wir nochmal los? Ja. Also wenn ich nochmal ins E gehe, dann... Aber wir haben ja doch welche. Wo denkst du denn? Wir brauchen die hier noch. Und weiter? Moment. Uns fehlen diese Platinen hier. 4 Stück. Ja, dann bau die doch. Okay. Ach, ist auch schön animiert. Mir gefällt der ganze Stil hier. So, jetzt können wir sogar einen Smelter bauen. Ah, vielleicht, wenn wir noch was zwischensammeln müssten, dann... Wobei, wir bauen mal kompakt. Das ist das erste Spiel. Ja, guck mal. Which can smelt basic materials, such as iron ingots and copper ingots automatically, while you want to make the raw materials and products get in and out of it autonomously, you need to use sorters and conveyor belts. Also ich find's gut, dass wenn ich hier bauen klicke, dass die Ressourcen unten drunter automatisch zusammenbaut. Das ist eine echt feine Sache. Okay. You have a building without recipe set. Please set the recipe you want. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building. Das ist Storage hier, ne? The sorter is a transportation connector of cargoes between facilities. It will automatically transport them as long as the supply facility and the receiving facility are bridged. Okay. Aber ich muss dem noch sagen, was er schmelzen soll, oder? After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Der sollte das doch jetzt eigentlich abholen. Ich glaube, der Fall hier ist falsch, oder? Warum ist da... Wartet mal. Please select the recipe. Ja, doch. Lack of material, aber der soll Iron machen. Hier kommt Iron rein, da wird Iron rübergeschickt. Was bedeutet das hier? Wartet mal. Ja, ich hab's Output gemacht, ich Idiot. Okay, das war dumm. Kann ich das ändern hier? Moment, das müssen wir irgendwie ändern können.
Two Starting Facility darüber eigentlich, oder? Nee. Muss das irgendwie drehen können. Das muss man drehen können. Man kann ja alles machen. Wie reiße ich was ab? Reicht der Strom nicht, oder wie? Okay. Applikator. Gucken wir mal. Eine Windturbine. Dürfen wir diesen Land nebeneinander bauen, oder was? Ah, okay. Ja, wir müssen effizient bauen, dann können wir uns nicht hier. Das funktioniert so nicht. Transportation, Research. Was tun wir als nächstes researchen eigentlich? Basic Assembling Process. Fluid Storage. Plasma Control. Was ist das hier unten? Electromagnetic Drive. Das lassen wir auch mal. Okay. Der ist jetzt voll. Und wenn wir jetzt ein weiteres Förderband nehmen, wartet. Da, da. Wollen wir näher bauen? Nee. Und wir sagen, genau. Lack of item. Okay, so können wir das Ganze also bauen. Das heißt, können wir noch einen weiteren Smelter bauen, um das Ganze zu beschleunigen. Stimmt. Da geht es sogar direkt nebendran. Das ist ja geil. Okay. Ich muss hier ein bisschen reinkommen, ne? Ist klar. Jetzt das erste Mal, wo ich dieses Spiel überhaupt spiele. Das stört mich, dass er eine in die falsche Richtung eingestellt ist und ich weiß nicht, wie ich ihn wegkriege. Das wüsste ich gerne noch. Ich das hier machen kann, weil dann kann ich nur den hier einstellen. Das ist Band dann, ne? Naja, was auf dem Band liegt. Sorte MK1, wartet mal. Naja, das ist eine Sorte. So irgendwie die Reihenfolge ändern können. Da! Kann das hier auswählen, an der Stelle. Es gibt die Möglichkeit, das anzuklicken. Und jetzt entfernen, oder was? Nee. Da komme ich hier. Also ich muss den doch irgendwie abbauen oder ändern oder drehen können. Warte mal. Irgendwo muss das gehen. Bauen ihn noch ein paar Sorter. Wollen wir noch welche bauen? Mhm. UZ-Filter. Ich kann dann sagen, was er nur sich nehmen soll, oder was? Ist ja auch Quatsch.
Genau, okay. Waiting to unload, idle. Ja gut, weil die Bänder voll sind, das ist klar. Jetzt könnte ich hier noch einen hinsetzen. Oder die Richtung. Genau. Aber ich muss doch hier irgendwie. Haben wir schon. Geht nicht. So, kann ich irgendwie was abreißen? Das ist der Replikator, das ist unser Mesh. Das ist unser Statistics-Panel, das ist unser Inventory. Display, da kann ich nur sagen, was ich angezeigt bekommen soll. Okay. Hallo Mojito, schön, dass du reinschaust. Hast du Ahnung, hast du Tipps? Ich sag nicht nein. Ich habe auch gesehen, du hast mir per Steam geschrieben, aber da ist das Spiel schon an. Und war dabei, es zu den Stream vorzubereiten. Ich muss das hier doch irgendwie drehen können. Ich bin hier in die falsche Richtung gesetzt. Will den hier drehen. Ich muss abreißen können. Muss jetzt erst noch erforschen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich erforschen, Dinge abreißen zu dürfen. Und ich habe es noch nicht erkannt. Okay, warte mal. Research. Advanced Logistics fürs zweite Band, dritte Band, nee, nee. Wir erforschen mal die Standardsachen hier. Punkt. Muss man nochmal Eisen holen gehen. Das war, glaube ich, hier drüben irgendwo. Ja, da oben. Nicht Eisen, Kupfer. Chopper. Und noch ein paar Pflanzen einsammeln. Ah, die Grafik für ein Indie-Game. Es tut mir leid. Ich find's gerade geil. Und die Musik. Geht schon fast an Dings ran. An Raft. Wenn man auf See ist. Und guckt euch den Sonnenaufgang nochmal an. Wo ist er? Oh, kommt denn der her? Okay, das sollte erstmal reichen. Okay, wir müssen Dinge herstellen. Sollen wir wieder zurücklaufen? Wir nehmen noch was mit. Replikator. Wir brauchen Zahnräder. 10 Stück. Dann brauchen wir die Platinen hier. Von denen brauchen wir auch 10 Stück. Oder reicht es uns nicht? Aber wir haben ja schon was geschmolzen hier. Moment. Die Bäume wachsen nach. Sonst wird es ein kurzes Spiel. Dieses Refuel. Ja, ich bin dabei. Da müssen wir auch irgendwann eine bessere Lösung finden. Ein wenig falsch gelaufen. Okay. You have unlocked the assembling machine MK1. You can make iron and chopper ignits into more advanced, but the speed is slower. Upgrade can be faster. Okay. Okay, okay, okay.
ist, glaube ich, von chinesischen Entwicklern, das Spiel. Weil ich habe die Auswahl gehabt zwischen Chinesisch und Englisch. Zu Anfang. Ich habe dann Englisch gewählt, ne? Ich weiß nicht, wie euer Chinesisch gerade ist, aber meins, ja. Ist nicht ganz so gut. Kann ich die einzeln in die Hand nehmen? Komm, ich klaus mir hier raus, ne? Okay, also was haben wir jetzt researched? Wir machen den Standardkram, weil der kostet ja nichts. So, magnetische Matrix. Da brauchen wir 10 von denen. Für uns die hier. Oh, die gehen nur aus Rohmaterial. Ach, sehr an. Brauchen wir auch noch ein bisschen Rohmaterial als. Die Platinen, was brauchen wir? Da haben wir noch welche gehabt, oder was? Hm, offensichtlich. Das, was ich hier anhabe, ist übrigens sehr unkomfortabel, wenn man aus Klo muss. Da muss man oben aufmachen und dann komplett, naja. Ist ein altes Kostüm. Ich habe irgendwann mal für Stream geholt. Nicht das erste Weltraumspiel, das ich mache. Brauchen 10 von denen. Dann bitte. Was mich gerade so ein bisschen stört, die Energie geht stark zur Neige von unserem Roboter. Ich hoffe, da gibt es irgendwann was, das wir forschen können, dass der, dass ich ständig nachladen muss. Dass er ständig nicht irgendwas verbrennen muss. So, also jetzt haben wir hier auch diesen sogenannten Assembling, okay. Damit können wir quasi Dinge verteilen, ne? Nee, stimmt nicht. This is a basic assembler. You can produce iron and chopper into it more advanced products. Ja, im Moment verbrennen, später dann Energiezellen. Ah ja, okay. Danke, Mojito. Später gibt es Energiezellen. You have unlocked the Matrix Lab. Or Rever Center Brain Connector you will use to upload the Matrix into the Center Brain to obtain technology, also research dann. Muss ich da irgendwas reinschicken? Oh ja, muss ich irgendwas reinschicken. Okay, das heben wir uns mal noch auf. Ich mache jetzt mal die Standardsachen. Plasma Control, was ist das? Fluid Storage? Ja gut, machen wir mal hier weiter hier. Electromagnetic Drive, was ist denn das hier? Elektromotor. Oh, da brauchen wir die hier, die haben wir noch gar nicht. Okay, Moment. Kann ich das hier jetzt wegmachen? Abbruch? Ah ja. Kriege ich die denn? Kriege ich denn diese blauen Dinger? Bin ich gerade blöd? Nö. Die haben wir ja nicht. Kann ich die bauen? Ach ja, ich kann die bauen. 100 Stück? Welcher Arm? Welche wirklich arm? Ich muss doch irgendwie abreißen können. Es muss doch einen Abrissknopf geben. Es ist das hier.
Dismantle. Ah! Jetzt aber. Ein Traum. Oh. Bei Lesen kann ich klar im Vorteil. Ja, super. Jetzt brauche ich doch immer noch 100 Stück davon. Dann wäre ich ja nicht mehr fertig hier. Warte mal. R war das, ne? Nee. F ist der Replikator. Also, da brauchen wir die hier. Ja, das kostet jede Menge. Das haben wir noch nicht automatisiert. Also im Prinzip wäre es sinnvoller. Das machen wir, glaube ich, auch. Die Bänder brauchen, glaube ich, keinen Strom. Die gehen, weil sie freundlich sind. Wir müssen nämlich mal langsam gucken, dass wir Chopper-Ohr bekommen. Hierher geliefert. Ja. Irgendwie hier runter. Und das gibt es da oben. Und dann würde ich jetzt nicht unseren Strom da hoch verteilen, sondern ich würde da oben einfach ein weiteres Stromnetz bauen. Also so eine weitere Windturbine. Wo war die denn hier? Hier, da. Moment. Nein, 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 nein. Hier, und einfach mal eine Windturbine. Und wir können natürlich noch ein paar Förderbänder gebrauchen, ist klar. Hau mal rein hier. Weil später würde ich die gerne hier schmelzen lassen, alles. Ne? Schön dreimal rein, schön dreimal raus. Aber ich möchte nicht jedes Mal da hochlaufen müssen, um Kupfer holen zu müssen. Ne? Oh oh. Was haben wir mit dem ganzen Holz eigentlich? Wie groß ist das Game? Ich glaube 3 GB oder so. Das ist ja auch das Schöne. Wenn eine gewisse Engine einfach schon viel bereitstellt und die Texturen einfach schön komprimiert sind, du musst nicht immer ein Spiel 60, 70 Gig groß machen. Meistens ist ja Videomaterial und Töne, was das auch sprengt. Ja. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich bleib dabei. Ich sag mal, so ein Call of Duty, das braucht nicht so viel Platz, wie es braucht. Bestes Beispiel Sea of Thieves. Das haben sie irgendwann mal auch komplett General überholt und ist um die Hälfte geschrumpft. Ne? Also es geht schon, wenn der Entwickler will und die Zeit dafür investiert. Und das hier ist halt auch direkt, wie gesagt, halt ein Indie-Spiel. Ne? Müssen da weiter reinpumpen hier. Laufe ich überhaupt noch richtig? Aber wenn es dunkel ist, ist es dunkel, ne? Da drüben.
Wir bauen das da drüben ab. Okay, jetzt müssen wir erstmal diesen Replikator hier bauen. Wartet. Dieses Replikator. Diesen, haben wir überhaupt zu viel dabei? Ich hoffe. Ja, einer reicht. Moment, also wenn ich, Moment, das brauche ich nicht mehr. Wenn ich Shift R benutze, haben sie ja erklärt, dann dreht sich es ein bisschen. Wir wollen so viele wie möglich haben. Ich glaube, mehr kriegen wir nicht, ne? Ne. So, der braucht Strom, also kriegt er eine Windturbine spendiert. Moment. Stellen wir direkt neben dran, weil wir es können. So, da unten ist jetzt unsere... Oh, das ist ein gutes Stück. Ich weiß noch nicht, wie ich das herbeiholen werde. Wir schicken erstmal das Rohmaterial los, hätte ich gesagt. Aber das Wasser fliegt da, okay. Okay, machen wir erstmal so, dann gucken wir mal. Oh, noch Förderbänder. Haben wir es nicht verbunden? Offensichtlich nicht. Doch. Hm. Das ist echt ein gutes Stück weit weg. Gehen wir jetzt gleich mal da runter. Achso, ich muss näher ran, dass die da schneller bauen. Ich will auch upgraden, dass wir schneller bauen können. You can now click the planet thumbnail button in the lower left corner of the screen, or press the M key to try the planet view mode. Huh? In the planet view mode, you can hold down the middle mouse button drag, rotate the angle of view, and hold down the right mouse button, drag to roll the angle of view. Press N key to point to the front to the North Pole. In the planet view mode, slide the mouse wheel to enter the star map mode. Geil. Einfach geil. Wir brauchen Förderbänder, aber uns fehlt dazu das Material.
Ja. Wartet mal. Was brauchen wir denn für die Förderbänder? Hauptsächlich die Räder, also hauptsächlich, okay. Ich glaube, so ein bisschen Solarenergie ist, das tankt der auch, wenn wir einfach nur rumstehen, ne? Verdammt, wenn man es abbricht, fängt er ganz von vorne an. Okay. Also, ich möchte... Genau. Also, mein Plan ist, dass wir das schmelzen, und zwar hier. Das heißt, wir schicken es auf diese Linie hier runter. Nehmen die Steine hier weg. Die Linie runter, dann schmelzen wir das hier, dann schicken wir es hier wieder hoch. So ist mal der Grundgedanke. So fange ich jetzt heute mal an. Da bin ich aber schon zu weit, oder? Ja, da bin ich schon erfolgreich zu weit. Ja, ja, ja. Bauen wir die drei, die wir haben hier. Wir holen mal noch. Den kann man nie genug haben. Ja, komm, hau raus. Nehmen ein paar Ressourcen mit hier. Ja, wir haben wir noch? Energy rein. So, jetzt wollte ich hier doch... Genau, also ich wollte das hier konstruieren. Moment, kann ich den Schmelzer? Da muss man mal gucken. Hier. Ey. Hier, Smelter. Den kann ich auch hier hinsetzen. Wir wollen aber den Strom rein. Also würde ich sagen, wir fangen hier an. Also auf der Höhe auf jeden Fall und kommen hier mit der Linie rein. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Müssen wir hier ein bisschen wieder abreißen, ist okay. Ich meine, das Spielprinzip ist gleich. Ja, man kennt es von wahrscheinlich Factorio, ich habe es nie gespielt, aber Satisfactory ist quasi genauso. Da habe ich auch MK1, MK2, MK3 und wahrscheinlich noch mehr von den Förderbändern, Geschwindigkeiten und. Und ich merke gerade, bauen frisst sehr viel Energie und das, obwohl wir noch Energie zeitgleich verbrennen. Die Musik ist wunderschön. Ich sag's immer wieder. Also, ich bin ein sehr musikalischer Mensch. Für mich ist das sehr wichtig. Und das hat man ja gesehen beim Spiel, was ich kurz getestet habe. Hab's schon wieder vergessen. Open World Survival 3D. Irgendwas mit Strand. Stranded.
da ging mir die Musik ja so auf den Zünder, da musste ich erst ausschalten und da hat mich die Steuerung des Menüs noch nicht so ganz gepackt. Dann habe ich es erstmal auf Eis gelegt. Aber mir ist das halt einfach wichtig, ne? So, jetzt sagt er schon wieder, dass wir kaum Energie haben. Wir haben wenig eingesammelt. Wir arbeiten dran. Was war das? Okay, habt ihr gerade einen Knall gehört? Einen großen. Dann war das nicht im Spiel. Dann war das irgendwo draußen. Dauert alles ewig, weil wir keine Energie mehr haben, ne? Kann ich eigentlich Bäume auch verbrennen? Ach, es geht auch. Einer rein damit. Ich mache hier alles nur Blätter. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Nichts gegen ankämpft. Sehr geil. So, kann ich hier einfach anschließen? Ich glaube ja, ne? Ja. Das war schon immer schön bei so Spielen, wenn man die Ware fliegen sieht. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, sieht das so schön aus, weil das sind alles nur so Pakete und in denen sind die Waren abgebildet. Die Ware ist nicht 3D drauf, ne? Also nicht irgendwie, dass man jetzt ein Erz sieht oder so. Mir ist es ziemlich egal und vielleicht peitschen sie sich ja noch rein. So. Wir werden aber noch eine Windturbine brauchen. Das weiß ich jetzt schon, das wird nicht reichen. Das heißt, wir möchten ja noch eine bauen. Nehmen wir ein paar Grundressourcen mit. Dann haben wir unseren Windpark. Ah, jetzt. Die war schnell gesetzt. Und jetzt bauen wir hier das hin, was ich hier drüben auch schon quasi habe. Wir könnten noch ein bisschen tiefer, ne? Wartet mal. Bisschen einmal ein platzsparender bauen, ne? Ist eigentlich. Da geht's nicht, aber. Du kannst auch hier hinbauen. Komm, was soll der jetzt? So, jetzt müssen wir das Ganze hier wieder reinfördern. Ender, genau. Du sollst dir Folgendes schnappen. Du arbeitest nur... Moment, hier. Du machst bitte das hier. Und voll, oder was? Oder fehlt es am Strom? Ah, der Strom reicht nicht. Kümmern wir uns drum.
So, jetzt haben wir das mit den Förderbändern hier wieder weg. Da geht nicht, ne? Ne. Haben wir noch welche von denen? Nur noch einen. Haben wir eh noch ein paar. Also schönes Spiel und die Musik. Ach. Bisschen Synthesizer, Space Feeling. Wunderbar. Was denn jetzt? Ja, weiter, aber. Warum krieg ich das hier jetzt angezeigt? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ah, jetzt weg. Genau. So, jetzt machen wir hier, jetzt ist der Plan, dass wir den Strom hier noch weiter ausbauen. Wenn wir noch eins gebaut haben. Boah, da auch nochmal eins auf Halde. Und baue ich auch nochmal welche. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Holz. Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. Ah, ich und mein Holz. Ich und mein Hoholz. Warum denn? Not enough, hä? Ah, jetzt. Ist die große Frage. Okay, also, das reicht natürlich nicht, ne? Aber jetzt ist die Frage, ob wir uns da einen Zwischenspeicher einfach mal holen. Wisst ihr, es gibt ja so ein Lager, so ein Storage, das ich nicht gebaut habe. Doch, ich müsste eins haben, ne? Da ist noch eins. Ne, wir haben keins. Doch, was ist das? Ach, Assembling. Assembling. Wo wir dann bessere Dinge bauen können. Wir wollen es ja gleich mal zusammenführen, richtig. Einfach hier in die Mitte, hätte ich gesagt, ne? Zur Mitte, zur Mitte. Na, in die Mitte. Da können wir jede Menge anschließen. Moment, erstmal sammeln wir das hier ein. Dass wir es einfach mal getestet haben, ne? Jetzt näher bauen können, dann müsste ich jetzt nicht irgendwie eine Abzweigung machen oder so. Also ich weiß nicht, wie viel ich da anschließen kann. Ich glaube 4 oder 5 von denen, ja, die das Ganze hier umwandeln. Wir haben ja noch das Roherz hier. Hm. Okay, das heißt, wenn ich jetzt diese Assembling Machine baue, also wir könnten auch ein Storage mal dazwischen knallen, das geht natürlich auch. Ist es die Assembling Machine? Ne, hier. Ist ein bisschen größer. Dann wäre die ungefähr hier anzusiedeln, ne? Naja. Ja. Vielleicht ein bisschen höher. Weiß nicht. Hier ungefähr oder so. Es gibt ja keinen Blaupausenmodus, Sibano. Das wäre schön. Weil so kann ich die jetzt nur hier hinbauen. Lack of Item, wir haben es doch gar nicht, oder? Doch, haben wir. Wir setzen mal noch ein paar Windturbinen, das wird nie im Leben reichen. Wir haben keine mehr. Dann bauen wir noch welche. Also, Moment mal, von hier da rein, da raus, da, also mal schon.
Nein, nein. Ah, Moment. Genau. So, der hier macht natürlich auch das hier. Wir haben keinen Strom. Haben sie nicht. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Gut, die würden jetzt gerne auslagern, können sie aber nicht, ne? Ist klar. Diese nachproduzieren. Ist schon krass. Mhm. Ach so, wir müssen jetzt dahin fliegen, ja. Habe ich nicht noch einen gebaut von dem? Doch, da. Das muss ich natürlich auch machen. Wo die alle auf 100% laufen, da brauchen die ja dementsprechend Strom, ne? Das ist klar. So, jetzt könnten wir hier in die Mitte mal ein Lager bauen. Dass wir mal so ein bisschen was zwischengelagert haben. Dass wir das auch mal gemacht haben. Storage hier, ne? Moment. Storage hier. Ja, wollen wir sehen. Auch das Strom? Wahrscheinlich, ne? Storage, which can be used to store cargo. You can manually store or use the sorter to automatically stock the cargo. Weil die Dinger brauchen Strom, ne? Hm. Gut, dann machen wir das nochmal. Aber wir hätten es auch auf drei Schienen machen können, ne? Stimmt, wir hätten drei Schienen machen können. Und dann hätten wir es von drei Schienen einlagern können. Na, egal. So geht's ja auch. Ah, wir bauen da oben Strom. Ah, ich hätte es doch schon gern flächendeckend. Mal gucken, wie viel er lagern kann. Auf jeden Fall, die kommen ja nicht hinterher, ne? Der kommt gar nicht zum Auslagern, das ist ja scheiße. Weil der unten schon immer automatisch vollhaut. Okay, da ist mein System für den Arsch. Jetzt geht's mal, weil er... Ah, okay. Jetzt geht's, weil er nicht pausenlos voll ist, weil er jetzt auch länger braucht. Okay. Wie viel lagern die denn? 30 Plätze, oder was?
Also drei Reihen werden genutzt, aber raus meistens nur einer, oder? Als hätte ich mir sparen können im Prinzip. Gut zu wissen. Das zumindest bei dem Stufe 1 hier. Das wird auch langsam voll sein, ne? Wobei, wenn hier steht 30 Slots, ne? Kann er erstmal vollhauen hier. Hier drüben würde ich es dann genauso machen, ne? Ich würde hier noch ein Storage bauen, von dem wir jetzt gar nichts mehr haben, ne? Storage. Ah, bauen wir noch eins. Zwei. Also ich möchte gerne alle Ressourcen, die wir abbauen, möchte ich gerne so zwischensammeln. Ah, hier wird es schon eng, ne? Hier habe ich schon Scheiße gebaut. Gut, dann baue ich es halt hier hin oder so. Oder hier in die Mitte später. Oder ich führe es drüber. Geht ja auch, kann ja drüber bauen. Die Linie ist ja egal. Schade, dass du nicht Satis spielst. Was ist denn Satis? Du meinst Satisfactory oder was? Mojito? Also ich habe das Spiel ja, ne? Aber es ist mir zu langweilig. Wie soll ich es erklären? Ich finde, dieses Spiel ist also auch zum Zusehen ultra langweilig. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel interessanter. Ich mach's jetzt mal. Aber das Problem ist halt, das ist das Gleiche mit Koop in 3D. Aber es gibt für mich da kein wirkliches Ziel. Es gibt da irgendwie keine Aufgabe für mich. Ich habe keine Gegner, vor denen ich mich verteidigen muss, außer so ein paar komischen Hunden oder Wölfen. Ich weiß nicht, also es ist zwar auch noch Early Access, es hat schon viel. Man kann auch sehr groß bauen, aber in der 3D rumzurennen ist sehr schnell unübersichtlich, wenn du sehr viel gebaut hast. Ich hab ja mal mit Helbo ein bisschen gestreamt und gebaut. Das war durchaus okay, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also mich hat es nicht so abgeholt, weil es für mich da kein... Hier habe ich... Ja, dieses Ziel, diese Dyson Sphere Program am Schluss drum zu bauen. Hallo Higgins, schön, dass du reinschaust. Und stimmt, du hast ja auch schon mal mitgespielt, wir haben es ja auch schon mal gestreamt. Ja, stimmt. Das ist einfach so, ja, du kannst zwar bauen und automatisieren, aber irgendwann so, jetzt ist es öde, oder? Ja, da fehlt so ein bisschen die Action. Und die fehlt hier wahrscheinlich auch, aber ich habe gesehen, ich muss hier später Kanonentürme bauen, die irgendwie den Himmel schießen, ins All. So war es zumindest mal im Trailer. So, jetzt haben wir hier gerade mal Storage voll. Also das klappt soweit. Nur wie gesagt, hier hätte eins gereicht, ne? Ist nie mehr als eins wirklich in Gebrauch. Aber die drei einzuladen, die klappen immer, oder? Weiß ich nicht. Oder alle drei wollen, dann nimmt sie doch nur eins. Sieht so aus, als würde sie doch nur eins nehmen, oder? Weiß es nicht. Wobei, es kommen immer drei rein. Kommen immer drei rein. Gut, der kommt nicht hin. Okay. Das testen wir jetzt nochmal kurz. Wartet mal. Wir haben noch einen gebaut, oder? Einen aber nicht. Auch nochmal welche kommen. Zeig mal dein neues Mic. Ja, ist es hier? Das ist das Gute, Higgins. Ist es hier? Man sieht es nicht. Das ist das Geile. Kannst du eigentlich direkt einfach. Ja, also es ist ein Adapterstecker dabei. Ich hab den. Komm, weil du es bist. Nur weil du es bist. Hier geht der Fathead rein, hier ist der Anschluss. Und es ist ein Adapterstecker dabei, dass es auf den Arm passt hier. Und da ist es wieder weg. Ich musste dem Mikrofon mehr Gain geben, trotz Fathead. Ja, es ist gainhungriger als das alte. Da musste ich ein bisschen testen, da musste ich ein bisschen rumprobieren. Der Stecker war dabei. Welcher Stecker? Es war, also wie gesagt, ich habe nur das Mikro bestellt. Link, weißt du, wo du findest bei mir, ne? Unter Equipment. Und nur das Mikro bestellt.
Den Rest habe ich einfach vom alten ausgetauscht. Du hast dir das gleiche Setup bestellt, wie ich damals auch. Das heißt, ich konnte es einfach austauschen. Was ich jetzt zu viel habe, und ich teste es noch ein bisschen, würde dann den Weg zum Aktionshaus finden, ne, mit dem E vorne dran, ist dieser Popfilter hier. Den mache ich nochmal sauber. Ist das Mikro und diese Spinne hier. Weiß nicht, ob ich glaube, ich werde es nicht einzeln verkaufen, ich werde es als Set anbieten. Verpackung habe ich alles noch. Und wie gesagt, es ist schwerer, aber es ist kleiner. Aber das macht dem Arm überhaupt nichts aus. Und man sieht es halt nicht und die Qualität. Also ich bin jetzt auch ein bisschen weiter weg wie sonst. Kann mal näher rangehen. Aber da klingt es beschissen. Also von daher, ich bin sehr zufrieden bisher. Aber ich habe auch lange recherchiert, wie ich das am besten mache. Wie man es kennt von mir eigentlich. So, du sagst jetzt auch, yo, du kriegst auch 3 Eingänge spendiert und einen Ausgang spendiert. Warte mal, wo war das denn? Hier. Und wichtig, das habe ich ja vorhin schon falsch gemacht. Warte mal, das brauche ich nicht mehr. Wichtig ist, dass ich vom Band ausklicke darüber für die richtige Reihenfolge. Was machen wir nun? Machen wir nur einen Ausgang hier. Dann nutzt es eh nur einen. Das ist gerade zwischen reingequetscht. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, was ich hier mache. Mit diesen Dreimalereien. Irgendwie funktioniert's. Das ist übrigens bald voll, da brauche ich einen neuen Plan. Aber die anderen kann ich wieder abbauen, ist ja Quatsch. Warte mal hier. Also der spuckt eh mal das eine dann aus. Ja, ja. Okay, also wieder auf X. Genau. Ah, die Musik, oder? Ach ja, schön. So. Jetzt wollte ich überlegen, dass ich das andere auch sammle. Na, ich wollte ja... Also wir brauchen... Nee, Roherz brauchen wir eigentlich nicht, oder? Eigentlich ist kein Wort. Eigentlich baut man ja so einen dazwischen, dass man mal einen gewissen Puffer hat und das dann weiterleitet, ne? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, weil er gespeichert hat. Also eigentlich sollte ich so ein Storage hier hinbauen, einlagern und dann wieder auslagern, ne? Könnte ich eigentlich in die Mitte machen. Das Förderband kurz unterbrechen und dann... Also das ist auch hässlich, ne? Wollen wir mal so einen Assembler bauen, ne? Ne, ich muss das hier noch zwischenspeichern. So, also ich wollte das hier in die Mitte machen. Also wir haben schon gemerkt, am Grund vom Speicherplatz wird's... Also wenn wir... Warte mal, wenn wir es hier oben hinbauen, dann wird das passen. Dann bauen wir den auch auf die Höhe hier. Kommt. Und er wird auch wieder Strom brauchen, sehr wahrscheinlich, ne? Oh ja, perfekt. Machen wir es aber nicht flächendeckend. Oh. Oh mein Gott. So, dann machen wir die Bänder noch länger beide hier. So, und dann lagerst du dich mal voll und ganz ein hier. Der nutzt aber jetzt alle 3. Ja, weil er voll ist. Na gut, dann können wir auch alle 3 bauen. Aber wenn er mal voll sein sollte und wir haben Nachschub, dann spuckt er die schneller aus. Ja, okay. Wir haben ja genug. Ups.
Und die verbrauchen ja auch nur Strom, wenn sie an sind. Das ist ja das Schöne. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so irgendwie zusammenschustern. Haben wir immer noch Baumstämme drin, wie blöd? Ja. Ups. Das war immer nur die Pflanze genommen und nicht gemerkt, dass man die Baumstämme auch verbrennen kann. Aber der lagert das irgendwie. Die produzieren schneller, oder? Oder haben die einfach noch ewig Puffer? Wir haben einfach noch ewig Puffer, ne? Die haben noch ewig Puffer. Wobei der da unten schon nicht mehr. Ja gut, also wenn das so ist, brauchen wir ja auch einen dritten, ne? Ist ja klar. Haben wir noch einen? Ja. Du machst uns auch das hier. Moment. Oh ja, doch, da müssen wir noch. Ein Fördermann muss noch. Zack. Aber der Strom wird nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch zwei. Unten ist auch nochmal Eisen. Nein, das war falsch. Nein. Haben wir es dann wieder? Oder ist die weg? Ne, wir haben sie wieder. So. Stimmt, wir könnten theoretisch gesehen hier unten einen anzapfen und könnten das auch noch hier reinjagen, ne? Auf die gleiche Linie. Wenn es eng werden sollte. Auch dass das so gebogen ist, dass dieser Planet so starke Krümmung hat. Ich find's schön. Hat was. Okay, also wir müssen jetzt so langsam voll sein. So, wenn wir jetzt sagen, das ist unser Zwischenpuffer. Wir bauen das jetzt einfach mal. Das ist das erste Spiel. Da baut man eh den größten Scheiß im ersten Spiel. So, und wir bauen jetzt einen... Wo sind sie? Hier. Ach, können wir direkt einlagern lassen, oder? Ah, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee, weil... Warte mal, das bauen wir nochmal anders. Aha! Ja, geh mal da. Oder bleib da stehen. Hat der Strom? Ja, kriegt der. Der kriegt aber nicht Strom von da drüben, ne? Kann ich dich umsetzen? Ah, da bin ich Anno gewohnt. Drag and Drop. Schlechtes Spiel aller Zeiten. Spielt Anno 1800, da geht das. Was kann ich hier denn jetzt produzieren eigentlich? Ach so. Ja, es ist wirklich genauso wie all die anderen Spiele, die man kennt, ne? In dieser Beziehung. Ich kann jetzt wirklich nur eins daraus bauen. Ne? Nämlich, ich kann sagen, ich mache daraus ein sogenanntes Magnetic Coil. Es geht. Ich kann daraus sagen, ich mache, Also wir sollten irgendwo standardmäßig Zahnräder machen. Wir sollten alles drei irgendwo standardmäßig machen, das ist klar. Ja, aber wie produziere ich denn die? Aus Standarderz. Das ist ja fies. Die macht er ja nicht automatisch mit, weil er so hübsch ist. Oder so cool. Das heißt,
Das heißt, die gehen easy. Ja, die gehen absolut easy. Und weil das ja einfach nur die Räder sind, Zahnräder. Da brauchen wir halt ja aus dem Standard jetzt einfach diesen Rohkern. Aber wie produzieren wir den? Haben wir es noch nicht erforscht? Oh, apropos erforschen, müssen wir auch wieder weitermachen, ne? Unlocks Kohle. Was ist das? Purity Silicon. Wir haben jetzt angefangen, müssen es fertig machen. Wie produzieren wir die nochmal? Wartet mal. Die produzieren wir aus dem und dem. Gut, wenn wir das manuell machen, dauert das halt ewig, ne? Aber wenn ich das ja nicht automatisiert herstellen kann, dann bringt es das ja nicht. Und ich kann das nicht automatisiert machen, oder? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die normalen Kohleringe oder wie die heißen, Eisenringe, automatisiert herstellen können. Das ist ja nur die Geschwindigkeit, wartet mal. Thermal Power, was ist denn das? Das hätten wir, glaube ich, zuerst machen sollen. Wasserpumpe. Geht es ohne Wasserpumpe zahlen? Gute Frage. Lass mal Extractor, Wireless, Power Tower, also für Plasma oder wie? Ich habe auch was ziemlich Teures genommen direkt zum Erforschen. Das war nicht die klügste Entscheidung. Was haben wir denn hier noch? Wartet mal. Und hier unten waren die Electric Drive. Ja, aber hätte auch nur 50 gekostet, ne? Oder würde es jetzt nur 50 kosten, wenn ich switche? Wie war das? Ne, kosten 100 in der Spalte. Es war dämlich. Das heißt, wenn ich die jetzt produzieren will, brauche ich erstmal Ressourcen, die ich mir einfach klaue. Ja gut, mal eben nacktes Eisen klauen ist nicht ganz so easy. Da muss ich nämlich Kupfer klauen, da muss ich nämlich ein Stück laufen. Pff, machen wir es halt zur Not. Wir können uns ja jetzt nicht mehr verlaufen, weil wir haben ja jetzt... Ja, sich einfach langweilt, ja. Wenn man sich so denkt, danke für nichts. Reicht's von der Power her eigentlich? Nö. Aber der fährt auch nicht ständig an. Warte mal, das haben wir ja gleich. 300 Watt, 71%. Nee, der macht zu wenig, ne? Powerload 140%. Der kann nicht volle Möhre. Da müssen wir noch eins bauen hier, warte mal. Haben wir noch eins? Natürlich nicht. Das sind so Dinge, die kann man eigentlich mal auch ein bisschen auf Halde produzieren, gerade am Anfang. Können wir jetzt noch welche von diesen Würfeln machen? Oh ja, jede Menge. Jetzt können wir noch einen setzen, ne? Perfekt. Jetzt kann der hier abgehen. So, ich bleibe noch kurz stehen. Wir nehmen noch ein bisschen was mit an Ressourcen. Also, was packen wir noch ein? Dass ich nicht nochmal so schnell kommen muss für den Moment.
Eigentlich müsste man ein Storage dazwischen bauen. Hätte ich im Vorfeld schon einplanen sollen. Weil wir ja auch immer ein bisschen Rohmaterial brauchen. Also am einfachsten wäre es, ich glaube, so machen wir das auch. Geht am schnellsten. Dann einfach hier ein Storage hin. Und sage... So, jetzt lädt er mir hier einfach ein bisschen was rein. Nicht auf volle Möhre, einfach mal nur so ein bisschen. Ja. Der ist alles noch nicht voll, aber der ist schon voll. Okay, gut, also. Ich wollte das hier fertig researchen. Können wir noch was bauen? Ist alles noch dabei, ne? Ja, weil er halt alles einzeln machen muss, das ist das Problem, ne? Was eigentlich dumm ist, weil ich könnte mir doch hier einfach mal ein 100er Stack holen. Zack. Dann muss ich das Einzelne schon mal nicht produzieren. Jetzt geht das nämlich schneller. So, die können wir nämlich all deinen Hasen geben erstmal. Dann müssen wir jetzt nämlich nur noch, ja genau, die hier. Die müsste ich gerne irgendwie automatisieren. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Was brauchen wir denn noch? Einige. Wir überlegen, 20 auf jeden Fall. Dann fehlen uns die Ressourcen. Welche Ressourcen fehlen uns denn? Ah, ich muss Standarderz. Wir könnten eigentlich auch hier erstmal bis ganz nach oben fahren lassen. Ohne es zu connecten erstmal. Habe ich noch ein Storage gebaut? Nö. Assembler, wo haben wir es? Ja, doch, Storage da. Ah, noch eins auf Halde. Ah, der macht noch die Würfel da, ne? Hm. Dann bauen wir gleich mal noch ein Storage hier hin. Ja, zu nah will ich es auch nicht bauen. Mit dem Strom aus. Hm. Ja, hier müssen wir noch Strom bauen. Dann machen wir das halt. Wer weiß, wie ich noch unten bauen will. Wir werden das wahrscheinlich eh dann nochmal neu bauen. Irgendwann. Das war eins zu viel. Haben wir mal ein bisschen Rohmaterial da drin gespeichert.
Ah, der hat Power von da oben. Aha, traumhaft. Kann ich nämlich dann hier auch mal Erz klauen, wenn ich brauche. Hier haben wir jetzt auch ein bisschen Roherz von da eingespeichert. Wunderbar. So, wie gesagt, jetzt könnten wir hier natürlich volle Möhre sagen. Also was wir hier produzieren können, auf jeden Fall sind die Platinen. Das geht. War halt dumm, den genau hier hinzusetzen. Mit den Wegen genau hier hinzusetzen. Weil hier muss ja noch mehr produziert werden. Dann überlegen wir, was machen. Ich meine, wir können das doch wieder abreißen hier. Muss aufpassen. So, wenn ich nämlich sage, wir bauen den Assembler ungefähr hier hin. Bisschen weiter weg halt, dass wir ein bisschen Platz haben. So. Dann müssen wir uns nochmal um Strom kümmern, das ist klar. So, und dann kann ich... Nee. Na, so ist erstmal der Grundplan. Hier würde ich so lassen. Ich würde aber hier so rübergehen. Genau. So, und dann würde ich sagen, wir laden das erstmal mit einem ein. Achso, ja, wir haben noch nicht eingestellt, dass was rausgeschoben werden soll. So, wieso geht hier noch nichts los? Ja, weil noch nichts, weil er noch nicht sagt, dass er eins rausschieben soll. Okay. Okay, war eigentlich dumm, wir sollten es auch ans, hier ans Ende legen. Warte mal, machen wir hier einmal weg. So, wollen wir noch Strom? So, der weiß noch nicht, was er machen soll. Der macht mir Platinen, bitte. Der braucht zwei Platinen, aber also kriegt er zwei Eingänge spendiert. Na, so, dann denken wir das jetzt mal. Was hat unser Stromnetz hier? Oh, kommt an die Grenzen. Eine haben wir noch, aber wir müssen noch mindestens eine zweite bauen. Bauen wir den Baum dann noch ab. So, mehr als genug. Gucken wir mal, dass wir die Platinen da auch einzeln rausholen. Der ist wahrscheinlich schon voll mit Platinen, ne? Nur 20 kann der lagern. Really? On.
Ja, geht ja gar nicht. Ich wollte gerade. Oh, ist ja falsch. Ich wollte kurze Wege machen, wisst ihr? Weiß nicht, ob es klug ist. Jetzt müssen wir das richtig machen. Falsch, es war falsch. So. Wieso? Oh, ich habe einen Sorter. Nee. Ein Storage. Darf ich das nicht da reinpacken jetzt? Warte mal. Ach, wir haben keine mehr. Echt? Dachte, ich hätte zu viele gebaut. Moment. Okay. Das heißt, da werden Platinen produziert und hier kommen jetzt Platinen rein. Man hätte das Ganze kompakter bauen können, man hätte das Ganze schöner bauen können, aber jetzt für mein erstes Spiel, da wird es jetzt mal so, ne? Quick and dirty. So diese Forschungsdinger, diese Ressourcen, wo waren die denn hier unten? Na gut, die müssen wir halt von Hand machen, das ist bitter. Wie brauchen wir denn? Das sind 10, ne? Dann brauchen wir nur 9. Haben wir das mal erforscht hier? Ich würde mir noch mehr Beleuchtung wünschen, es ist so dunkel in der Nacht. Wo können wir das dann erforschen? Ich will Licht haben. Ich weiß, es kostet wieder Strom, aber egal. Gott, gibt es hier viel zu erforschen. Mission complete. Okay. Ja, das Schöne ist, dadurch, dass es immer random generierte Karten sind, kann man wieder von vorne anfangen, ne? Und Spaß haben. Energy Matrix. Thermal Power, ich weiß, wir sollten erstmal alles machen, was wir in der ersten Reihe machen. Das machen wir jetzt auch, weil es günstiger ist. Und dann gehen wir in die nächste Reihe. Aber Thermal Power, denke ich, wäre auch schon mal eine coole Idee irgendwie. Ja, für mehr Strom. Was kostet auch wieder 100, ne? Ne, 30 sogar nur. Ah ja, dann. Und das als nächstes. Okay, ich kann mir noch mal ein bisschen Material holen. Soweit habe ich das da jetzt gebaut, dass ich sagen kann, wir nehmen mal ein 100 darüber. Wir haben es ja. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht einzeln bisher, ne? Aber trotzdem sammeln wir es mal. Die sind voll. Ja, komm, hier drauf. Lassen sich die Ressourcen leer gehen. Danach können wir eigentlich schon direkt sagen, machen noch mal ein paar hier. Ach so, die Platinen haben wir ja jetzt auch. So, jetzt haben wir jetzt Silicon Ore. Wir können Energetic Graphit Material Fuel. Okay. Okay, wo können wir die abbauen? Silikonohr, wo können wir das alles abbauen? Ich bin neugierig. Holen wir uns erstmal Platinen hier. 200. Und dann sparen wir uns nämlich die schon mal produzieren zu müssen, wenn wir die hier jetzt machen wollen. Wir brauchen da ein bisschen was. Habe ich gesagt 20, 30 und dann lassen wir mal ein bisschen was auf Lager. So, der kann ja im Hintergrund rödeln. Jetzt gucken wir mal, was ich da erforscht habe. Ah ja, das hier. Was macht das? Normale Steine wandeln wir darin um. Okay.
Glas können wir machen, auch aus Steinen. Und das hier ist aus Coal Ore. Also aus Coal Ore machen wir eine Graphite. Coal Ore habe ich doch schon irgendwo gesehen. Da, oder? Moment. Coal. Okay. Und da auch direkt ein Levy? Ja. Da haben wir doch genug. Mehr als genug. Dann, müssen wir mal gucken. Dass wir das jetzt gleich abbauen. Ja. Moment. Oh. Kann ich in der Queue irgendwas nach vorne holen? Ja, ich hoffe. So, was fehlt uns als Zahnräder? Die produzieren wir noch nicht einzeln. Ich kann jetzt zumindest mal nicht in dieser Q-Reihe. Okay, wie breche ich die ab? Ah ja, so, recht. Okay. Sagen wir das zumindest davor stehen. Aber auch ein entspannendes Spiel. Muss ich auch dazu sagen. Nein. Ich wollte kein Discord starten. Nein. Quit Discord. Ich wollte hier rein. Research complete. Wunderbar. Okay, das muss ich später ändern. Witzig. Okay, gerade beim Stream Deck was gesehen, was ich testen wollte. So, you can use a thermal power station. It's power generation facility that's combustibles to generate electricity and has energy efficiency. Okay. Ja, kriege ich jetzt noch gesagt, was die brauchen? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, aber die müssen doch irgendwas bauen. Ah ja, hier. You can use such as coal. Mhm. Kennen wir noch das bekannte Lied You as coal as ice? Okay, es war cold. Vergesst es. Wie hießen die Band Foreigner, ne? Also wir bauen hier die Kohle ab. Ein leichter Grafikfehler hier. Hm? Nee, glaube ich nicht. Und dann können wir damit Strom herstellen. Hoffentlich effizienter als einfach nur verbrennen. Aber gut. Wir haben jetzt hier den gebaut. Und den müssen wir jetzt natürlich auch noch drehen. Gucken, dass wir so möglichst viel reinkriegen, wie nur geht. 270 ist schon mal cool. 296. Oh, 300. 329, das wird immer besser. Warte mal, ich gehe mit meinem Charakter ein bisschen näher ran. Drehe die Kamera mal noch ein bisschen. Und dann gucken wir nochmal. 329. Kriegen wir hier mehr? Ah, also dann ist hier das doch schon mit super, oder? Hier. 329, ich glaube mehr, 336 sogar. 329, 336. Da haben wir ja fast alles drin, wir haben wirklich alles drin. Und wir können das nochmal anschließen, ne? Also wir können hier drüben auch noch abbauen. Und hier ist ja auch noch, also.
An Kohle soll es, glaube ich, nicht mangeln. So, jetzt was machen wir damit? Wir verlagern die Produktionsstätte mal nach unten. Ja. Also da kommt gleich Kohle raus und wir haben nochmal Strom. Wir haben keinen Strom zum Verteilen. Moment. Hier, zack. Ich habe auch noch ein paar, von denen brauchen wir echt genug. Wir haben mich zum Forschen ausgewählt übrigens. Bitte darum. So, dann bauen wir Strom. Ja, keine Ahnung. Bauen wir mal hier. So, der baut das jetzt schon mal ab und holt das gleich hier raus. Angle to wide. Was ist denn für ein Angle? Wir sind nur ganz klar um die Kurve. Moment, mach den Stein hier mal weg. Echt jetzt? Geht nicht? Okay. So, mal kleine schwarze Pakete, da ist Kohle drin. Er hätte es gedacht. So, und die müssen wir jetzt aber noch irgendwie verarbeiten. Wie denn? Kann das der hier drüben? Nö. Kann er nicht. Wir müssen ja irgendwie aus dem jetzt Kohle machen können. Können wir einfach Kohle reinschicken? Steht ja such as coal. Theoretisch gesehen ja. Aber wir haben doch jetzt... wartet mal. Ne, wir haben hier noch nichts zum Bauen. Ach, der Schmelzer vielleicht? Warte mal. Da müssen wir näher hin. Ah ja, okay. Der macht das. Und der kann auch die umwandeln. Ja, okay. Dann bleib trotzdem bitte hierbei. So, und dann können wir das hier runterbauen. Ich weiß halt nicht, wie viel Rohmaterial wir dafür brauchen für das andere, aber ich möchte zumindest mal schmelzen direkt. Ne, noch besser, wir schmelzen es glaube ich auf der anderen Seite. Ups. Hier. Brauchen wir noch zwei Schmelzer. Boah, das kannst du auch mal eins bauen. Hiervon geht auch nochmal 10. Und wenn du schon dabei bist, die müssten wir dringend automatisieren. Ich wüsste aber nicht wie. Ich habe es noch nicht gefunden. Ja, das für die, wie wir das machen können. Wenn wir jetzt nämlich den Schmelzer hier nehmen. Und da und setzen den hier hin. Geht an seine Grenzen, wenn der volle Möhre läuft. Okay. So, jetzt nehmen wir uns das hier mal. Können wir das in unseren Roboter packen hier? Unseren Anzug?
Ja. Das geht. Das ist sehr wunderbar. So, wir bauen jetzt mal so ein Powerplant. Das können wir wieder abreißen danach. Ist es überhaupt schon fertig? Ja. Ui. Was, das Ding spuckt noch was aus? Oder was? Oder das... Ja, ist drehen, ne? Wir testen das mal. A thermal power station. Such power facilities need to consume chemical energy fuels. If you want it to generate continuous and stable power, you need to ensure a sufficient fuel supply at all times. Jetzt ist die Frage, kann der mit Normalkohle arbeiten oder braucht der wollen wir jetzt herausfinden. Nö, offensichtlich nicht. Normalkohle mag der gar nicht. Ach nee, der braucht ja... Oh, wie dumm. Der braucht erstmal Strom, dass er es reinladen kann. Kann aber sein, dass er Kohle trotzdem nicht mag. Dann ist das so. Reicht das überhaupt? Er arbeitet mit Kohle. Da reicht sogar ein Eingang, aber... Das ist ja krass, oder? Was ist denn da für eine Düse? Hm. Kommt vielleicht noch irgendwas dran oder so? Ja, der braucht immer nur eins, ne? Ist ja krass. Ist die Frage, kann der auch anderes nehmen? Ich denke ja, ne? Hier steht zwar Conversation Rate 80%. Jetzt testen wir das mal. Indem wir das hier nehmen. Reicht das noch? Ne, es reicht nicht mehr. Bullshit! Moment. Okay, es reicht so oder so nicht. So hätte es gereicht, aber... Ist der was? Ihr könnt mich alle mal. Wir haben es doch. Okay. Dann... Das nimmt er auch. Ja gut, aber ist auch nur 80%, ne? Warum sollte ich das Bessere nehmen? Der da drüben läuft, hat nicht permanent angerade. Das ist das Problem. Mehr brauchen wir nicht. Übrigens beschissen, was ich hier gebaut habe. Es ist total bekloppt. Hier, das muss so gemacht werden.
Moment. Ist so klar wie Kloßbrühe. Wahrscheinlich reicht da auch einer zum Einladen. Das ist ja erstmal egal. Nein, bei dem einen reicht der Strom nicht. Ach, come on. Oh, das ist ein Scherz. Das ist doch bitter. Was hat der hin? So, dann können wir nämlich hier viel effektiver bauen. Die 3 nutzt er als zum Reinladen, ne? Naja, das. Ja, das passt. Okay, warte mal hier. Da. Was wir trotz alledem bauen sollten. Ist, lasst mich lügen. Ein Lager. Für mich. Storage. Haben wir noch eins? Natürlich nicht. Es macht Spaß. Ja, es ist natürlich jetzt nicht keine Spannung hier wie bei einem Hand Showdown. Oder bei einem Overwatch. Oder vielleicht beim Heroes of the Storm oder so, was ich so die Tage ja immer wieder mache. Auch keine lustige Story wie Immortals Phoenix Rising, aber ich habe gerade mal Bock auf das Spiel. So, ich mache jetzt aber was wie folgt. Kann ich hier Pause drücken irgendwo? Kann ich das Spiel pausieren? Ah, Escape macht Pause. Okay, ich mache hier jetzt eine Pause. Weil ich werde das Ganze als angefuchst hochladen beim Hauptkanal, weil das Spiel ist relativ neu. Der hat ein paar mehr Abonnementen, auch wenn es wenig ist für meine Verhältnisse, dann sehen das ein paar mehr. Und für jeden, der es jetzt bis hierhin geguckt hat, weil es 2 Stunden, ich hätte es kürzer machen sollen, egal. Das geht dann weiter als Let's Fuchs auf meinem Zweitkanal. Ne? Das heißt, also im Streamlab dabei, es geht weiter. Ne? Nur für alle, die das hier sich jetzt angeschaut haben, auf YouTube, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs, wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.